Schön, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Heute gibt es Bauernrouladen mit Paprikagemüse und ich mache mir Kartoffelstampf dazu. Ihr könnt das gerne jetzt mal ausprobieren. Es ist super einfach und schmeckt echt wie Rinderrouladen fast. Ich habe die auch gefüllt mit sauren Gurken und Senf und Zwiebeln. Kommt ein leckerer Schinken rum und das Hack drauf. Also, jetzt wird es nachgemacht. In mein Hackfleisch kommt ein Ei, Salz und Pfeffer. Und Hackfleischgewürz, dann kommen gleich wieder meine beliebten Pasten zum Einsatz. Chili-Knoblauchpaste und Zwiebelcremepaste. Man spart sich da einfach die Schnippelei. Und noch Semmelbrösel für die Bindung. Legt euch eine Frischhaltefolie aus, dann packt ihr den Schinken hin und macht das Hack da drauf. Schön verteilen, schön gleichmäßig. Ja. Und dann könnt ihr es füllen mit, ich nehme saure Gurken, Zwiebeln und Senf. Und dann rollt ihr die Rouladen ein. So, zack, zack, Ende ein bisschen zu und fertig. Den Backofen heize ich auf 180 Grad vor. Dann kommen die Rouladen mit etwas Öl in den Ofen. Circa 20 Minuten. In der Zeit könnt ihr die Paprika und Zwiebel schneiden. Dann holt ihr die Rouladen aus dem Ofen und füllt das Gemüse rein. Und dann kommt das nochmal für circa 20 Minuten in den Ofen. Es kommt darauf an, wie weich ihr eure Paprika haben wollt. Ihr könnt sie auch gleich reintun, wenn ihr sie richtig weich haben möchtet. Ich habe es gerne mit Biss. Ich habe noch eine Flasche Creme Fine dazu getan mit Salz und dann halt das nochmal in den Ofen geschoben. Ja, und dann ist es schon fertig. Lasst es euch schmecken und lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ein Like. Ciao, ihr Lieben.